Heidi ho Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video meines Let's Plays von Outlast 2 und in unserem letzten Video haben wir Val wieder gesehen oder Val oder wie man den ausspricht, Val oder Val, keine Ahnung, und es hat sich herausgestellt, dass Val kein Mann, sondern eine Frau war, denn er hatte Brüste oder es, ich weiß es nicht, aber jetzt auch im Nachhinein von der Stimme könnte sein, dass es eine Frau ist. Aber ich war mir absolut nicht sicher. Ich dachte am Anfang zuerst, es sei ein Mann, aber anscheinend ist es eine Frau. Und dann diese Aufgabe, die dann bevorstand. Denn Val hatte sich dann transformiert in irgend so ein Monster. Er sah zwar schon noch im dezenten Sinne menschlich aus, aber irgendwie auch nicht. Und wir mussten dann den Strom abstellen, um durch das Wasser zu gelangen, weil Strom ja vom Wasser abgeleitet wird und ja, und der Weg uns da versperrt war. Und ich war die ganze Zeit auf dem Trichter, dass es da bloß einen Schalter gibt und ja, dann hat sich aber nichts getan. Dann habe ich nach dem zweiten Schalter gesucht und den habe ich ewig lange nicht gefunden. Ich bin auch ewig oft draufgegangen und ja, dann habe ich mir dann gedacht, so kurz vor Ende, ach, eigentlich könnte ich ja die Stromkabel verfolgen, denn vielleicht führen die mich ja zu so einem Schalter. Ja, und dann habe ich ihn auch relativ bald gefunden. Dann hätte ich es geschafft. Und dann stürze ich in die Tiefe, weil ich nicht gesprungen bin. Geil. Wirklich sehr geil. Aber nichtsdestotrotz, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Val jetzt mal vorerst abgehangen, hoffe ich doch. Und wir müssen jetzt hier weiter. Aber wohin der Weg hier führt, keine Ahnung. Werden wir bald herausfinden, hoffe ich doch. Ja, wie wär's mit aufstehen? Ey, soll ich aufstehen, du Depp? Oder kann ich das nicht? Doch, jetzt. Gut. Was ist hier hinten? Gibt's hier was Besonderes? Nein, da gibt's gar nichts. Okay, was ist hier hinten? Ist da unten irgendwas? Nein, auch nicht. Okay, da ist gar nichts und stockfinster. Wie immer halt. Okay. Gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht ist hier ja was. What did you do to her? Was hast du ihr angetan? Was? You can't keep a secret from yourself. Du kannst es von dir selber nicht verbergen. Was? Hat Blake tatsächlich der Jessica was angetan? Ach, da ging's hoch. Ach, darum. Nee, das ist aber auch keine Batterie. Ich brauche jetzt bitte eine Batterie. Aber leider gibt's hier keine Batterien. Toll, super. Okay. Dann werden wir dich mal schnell ein bisschen zurückschieben. Ich muss, glaube ich, ganz zurück. Aber jetzt warte mal ganz kurz. Halt. Bleib hier. Jetzt kann ich die Weiche ein. Achso, der Mechanismus ist blockiert. Kann ich noch ein Stückchen zurück? Ja, minimal geht noch. Minimal geht noch. So. Aber jetzt. Okay. Dann los geht's. Was hat Blake der Jessica angetan? Hat er sie umgebracht? Okay, und los.
Was? Der schon wieder? Es ist bloß das Licht gewesen, okay. Oh, dieser Dämon macht mich wahnsinnig. Aber gibt's hier echt keine Batterie hier hinten? Das gibt's doch wohl nicht. Hier gibt's ja gar nichts. Gut, dann ist halt so. Dann gibt's halt keine Batterie für mich. Dann muss ich jetzt halt mit dieser einen auskommen. Ob ich will oder nicht. Da geht's runter. Geht's da drüben weiter? Ja, auch. Aber da geht's auch weiter. Ich schau erstmal hier. Da geht's nicht weiter, so wie es aussieht. Nein. Da ist Licht, okay. Da sind Fußspuren. Hier ist nichts, okay. Was? Und jetzt hoch. Nein. WTF? Ach, da ist eine Leiter. Ah, okay. Alles klar. Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin immer noch in der Mine. Okay. Verdammt, ich habe keine Batterie mehr, Leute. Nicht eine einzige Batterie habe ich. God doesn't love you. Not like I do. Oh, der schon wieder. Er kriegt doch. Was? 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 Genau, als ob der da einfach so nach vorne stechen kann. Ja, ist klar. Aber okay. God doesn't love you. Not like I do. So, dann krieg ich los. Du liebst mich nicht, Val. Also hör mit diesem Schwachsinn auf. Hoffentlich verreckt er jetzt dann gleich. Der doofe Val, der nervt mich nämlich. So, wir sind gleich draußen. Jetzt renn. Renn, 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 renn. Du sollst rennen! Hey. Jetzt bleibt er wieder stehen, weißt du? Oh. Steh auf! Mann, da geht's nicht weiter. Aber hier. Ja, lauf, komm! Du selten dämlicher Hund! Ja, toll, jetzt sind wir wieder unten. Super toll. Wo bin ich jetzt? Irgendwo im Nirgendwo. Oh. Hau bloß ab, ich sag's dir. Da ist Licht. Da sind sie. Okay. Ich entferne mich mal von denen. Da ist nichts, okay. Jetzt lauf. Ich weiß nicht, ob ich schnell bin da im Wasser, keine Ahnung. Und ob ich hier richtig bin, weiß ich auch nicht. Aber ich denke, jetzt bin ich schon richtig, ja. Wohin? Wo, wie, was? Wo, 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 wo? Ach, da. Alter, wie ich diese Kacke gerade hasse, hey. Keine Batterie. Und da fühle ich mich so aufgeschmissen ohne Batterie. Das könntest du mal glauben. Aber gut, wir haben es irgendwie sicher und heil hier hoch geschafft. Da geht's auch hoch. Dann kletter mal nach oben. Was ist da oben? Was? Ach so, gibt's gleich mehrere. Leiterstücke, so wie das aussieht. Ja, und jetzt?
Hier drüber oder was? Ja. Ah, ich habe sogar noch eine Batterie. Okay, ich dachte, ich hätte gar keine mehr. Aber anscheinend habe ich doch noch irgendwie eine. Sehr gut. Wohin? Hier? Nein, andere Richtung. Ah, ist es dein Ernst jetzt, Blake? Wohin? Hä? Was? Ach, da hoch. Okay. So. Und wohin jetzt? In die Richtung oder in die andere Richtung? Das weiß ich jetzt eben nicht. Aber so wie es aussieht, geht es in die Richtung weiter. Und schon wieder ein Evangelium. Wer hätte es gedacht? Gut, lesen wir es. Knoffs Evangelium, Kapitel 15. Und Gott sprach durch den Mund Ezekiels, dass seine Ohren bluteten, seine Zähne knirschten und Samen seine erregten Lenden verließ und seine Worte waren das Blut Jesu. Und dieses Blut war ein Fluss, der das faule Holz der Bäume heilte, aus denen die sieben Nationen entsprangen. Beim Blut des Lammes, das spinnenäugige Lamm, wird auf ewig fallen. Und wer verbleibt, wird kein Licht brauchen, weder Kerze noch elektrische Flamme, denn Sicht sei ewige Morgenröte. Versteckt nicht meine Prophezeiung und schreibt sie nieder, Wort für Wort, euer ganzes Leben, denn ich bin wie ihr ein Diener und der Prophet unter euren Brüdern und Vater und als Hirte sage ich nur dies, Gott wird euch entlohnen. Seid ihr schmutzig, seid ihr gerecht, seid ihr ungerecht, seid ihr gekleidet in Scham oder in Ruhm, Gott wird euch entsprechend ficken und dies sei eure Belohnung. Alter Schwedisch, das ist vulgär. Wir alle sind das A und O und Ezekiel, der Erste von allen und du wirst den Baum des Lebens besteigen oder an ihm gekreuzigt. Nur die Auserwählten des Herrn werden Schutz finden in Templegate, denn im Rest der Welt sind die Huren und Mörder und Götzenverehrer, Pharisäer, Zöllner, Lästerer, Steuersammler und Tyrannen. Und die Engel sprechen, Gott wandte sich den Menschen ab, bis sein Sohn Jesu Christus kam und vor euch Zeugnis ablegte. Jesus Christus wandte sich den Menschen ab, bis sein Prophet Sullivan kam und vor euch Zeugnis ablegte. Und jedes Wort des Propheten ist wahr, denn es steht in diesem Buch und dieses Buch ist die Wahrheit. Ihr sollt dies bezeugen und in euch sei das Buch des Lebens und ihr sollt in dieser heiligen Stadt leben und ihr sollt sagen, komm schnell, Offenbarung, selbst in meinem Leid, selbst im Tod meiner Kinder, komm Herr und gib mir Paradies. Die Gnade des Herrn und seines Propheten Sullivan Knoss sei mit euch. Amen. Ist klar. Genau, glaub mir das halt auch noch. Dann geht's mal bloß schnell in die andere Richtung. Vielleicht ist auf der anderen Seite auch noch was gewesen. Schauen wir mal. Nein, da war gar nichts. Okay. Schade, hätte ja... Ah doch, das ist ein Verband. Aber ich kann keine weiteren Verbände tragen. So ein Krampf. Ich krieg keine Batterien gerade, das ist krass. Ich krieg keine Batterien. Wieso kriege ich... Verdammt, keine... Batterien. Das war jetzt gerade knapp, sonst wäre ich runtergesprungen wahrscheinlich. Ich sollte mich halt aufs Laufen konzentrieren hier und nicht aufs Labern. Aber Batterien sind jetzt gerade in dieser Mine echt selten. Aber gut. Soll es so sein? Mir ist's egal. Oh, jetzt sind wir benebelt. Ach, kipp doch meine... Oh, jetzt haben die auch noch meine Kamera, hey. Du blödes... Drecksteil. Was spielt sich da vorne gerade ab? Was?
deserve. My God. Lynn! Oh. Du bist wirklich ein Vogel. Was? Aha, I'm beating you. Get off. Get off me. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Oh, jetzt ist unser Blake auch ein Kind. Oh, wir sind immer noch in der Schule. Wer hätte es gedacht? Ich will nicht in der doofen Schule sein. Wo laufen wir hin? Wo laufen wir hin, Jessica? I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Was wollte sie wissen? Was wollte sie fragen? Wo laufen wir hin? You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Weil du ihn magst vielleicht? Nur mal so. What don't you know, Jessica? Oh, sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. Ein Pater ist das. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Was ist mit diesem Priester? Wir sind immer noch ein kleiner Junge.
Okay. Kamera habe ich jetzt keine. Was ist mit diesem Fahrer? Also irgendwas ist da echt extrem mysteriös. Vielleicht klärt sich das noch auf. Vielleicht doch. Das Blut, okay. Immer noch. Was ist mit dem... Wollte er die gerade vergewaltigen? Kann das sein? Er hat hier den Halt gebrochen. Was? Achso, ich muss jetzt wieder fliehen, okay. Okay, dann fliehen wir einfach mal. Schnell, 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 schnell. Ganz schnell, wo lang? Hier lang? Ja. Okay, ich glaube, ich habe sie vorerst mal abgeschüttelt. Also dann hat nicht Blake die Jessica umgebracht, sondern dieser Pater. Okay. Tja Leute, dann würde ich diesen Teil jetzt auch beenden, denn ich denke, da wird jetzt schon noch was passieren, denke ich jetzt mal. Und ich hoffe, dass es euch bis hierhin gefallen hat. Und jetzt wissen wir, was mit Jessica wirklich passiert ist. Es war dieser Pfarrer, Priester, Pater von der Schule. Und keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Sorry. Ich wollte sagen, keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Hat sich gerade wieder voll den Rappler. Aber ich vermute fast, dass dieser Pater Jessica vergewaltigen wollte und sie nicht wollte und sie weggerannt ist und er sie dann dafür getötet hat. Oh mein Gott. Also schon allein die Vorstellung ist schon echt krank. Und ich dachte immer zuerst, dass der Blake was gemacht hat, aber der hat's nur gesehen. Der hat nur gesehen, was vorgefallen ist. Und sie hat ja immer gesagt, oh mein Gott, er kommt, lass mich nicht alleine. Und das holt ihn jetzt halt ein. Er hätte nicht gehen sollen. Und das... Ja, das prägt ihn jetzt. Was vollkommen verständlich ist. Denn ich glaube, dass Blake wahrscheinlich anfangs in diese Jessica verliebt war. Könnte ich mir vorstellen, dass die in der Schulzeit ziemlich viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber das weiß ich natürlich nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Und was ist jetzt mit Lynn passiert? Keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall nicht mehr da, aber ich denke, das werden wir jetzt dann ziemlich bald herausfinden. Ich sag's jetzt nochmal, ich weiß nämlich nicht, ob es ich gesagt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt verabschiede ich mich und sage hiermit, macht's es gut, haltet die Ohren steif und bis zu einem weiteren Teil meines Let's Plays von Outlast 2. Haut's rein und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.